Also Maximilian, dann mal Butter bei die Fische. Gegen Werder verlieren oder mit Werder gewinnen? Mit Werder gewinnen. Witze mit Namen oder keine Witze mit Namen? Witze mit Namen. Maximilian oder Philipp? Maximilian. Maximilian oder Max? Maximilian. Maximilian oder Milli? Milli. Milli oder Vanilli? Milli. Kennst du eigentlich Milli Vanilli? Hab schon öfter Witze darüber gehört. Aber du kennst die Band? Ja. Okay. Also Band, das Duo, was am Ende kein Duo war. Hertha BSC oder Tennis Borussia Berlin? Hertha BSC. Hertha BSC oder Energie Cottbus? Hertha BSC. Hertha BSC oder SC Freiburg? SC Freiburg. Wie alt warst du, als du von Hertha weggegangen bist? 14. SC Freiburg oder Borussia Dortmund? Kommt das jetzt bei jedem Verein? Weiß ich noch nicht. SC Freiburg. SC Freiburg oder Dynamo Moskau? SC Freiburg. SC Freiburg oder VfL Wolfsburg? Ja, klar. Ja? Will ich nicht antworten. Das sind so fiese Fragen. Ja, du hast es vielleicht geschafft. SC Freiburg. SC Freiburg oder Werder Bremen? Werder Bremen. Als Stadt. Berlin oder Freiburg? Berlin. Berlin oder Dortmund? Berlin. Berlin oder Moskau? Berlin. Berlin oder Bremen? Berlin. Erzähl mal, was ist so einzigartig an Berlin? Es ist meine Heimatstadt, es ist die Hauptstadt. Für mich ist es die beste Stadt und deswegen wird bei jeder Antwort wird immer Berlin sein. Sehr sympathisch. Petersen, also Nils Petersen oder Wout Weghorst? Nils. Ömer Toprak oder jetzt nochmal Çağla, ne? Söyüncü. Çağla. Ja, dann Ömi. Ömi. Gnabry oder Weiser? Weiser. Wesley Sneijder oder Eden Hazard? Wesley Sneijder. Wesley Sneijder oder Lionel Messi? Lionel Messi. Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Ja, na klar. Lionel Messi. Stefan Kunz oder Pele Wollitz? Stefan Kunz. Stefan Kunz oder Christian Streich? Christian Streich. Was macht ihn so besonders? Also viele schwärmen ja wirklich von ihm. Ja, seine Art, wie er halt ist auf in den 90 Minuten, ist er halt voll drin, voll dabei mit Emotionen, mit allem. Aber nach Abpfiff ist er halt Christian, der Mensch, der er auch immer ist. Stark. 17 oder 20? 17. Du bekommst hier die Nummer? 17. Warum die 17? Hat das einen bestimmten Grund? Es war erstmal nicht mehr so viel frei, aber die 17 hatte ich auch in Wolfsburg und hatte auch damit eine gute Zeit. Und fühle mich wohl mit der Nummer. Ist cool. Sehr schön. Stürmer oder hängende Spitze? Hängende Spitze. Startelf oder Joker? Startelf. Vorlage oder Tor? Tor. Das wäre das einzige Mal, wo ich gesagt hätte, okay, das lasse ich beides gelten. Ja, davor hast du gesagt, ich darf nicht beides sagen. Du hast recht. Lange Bälle oder Kurzpassspiel? Kurzpassspiel. Köpfen oder runternehmen? Runternehmen. Ecke oder Freistoß? Freistoß. Direkt oder Flanken? Ja, direkt. Ablaufen oder grätschen? Ablaufen. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Sehr gut. 5:4 oder 1:0? 5:4. Lauf oder Krafttraining? Krafttraining. Gemeine Frage, Einsatz ohne Titel oder Titel ohne Einsatz? Boah. Titel ohne Einsatz. Bundesliga-Aufstieg oder U21-Europameister? Der ist gut. Bundesliga-Aufstieg.
Was war da so das Besondere für dich? Ja, ich glaube halt einfach dieses Gefüge, diese Mannschaft, die wir da hatten, es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe ja auch jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an gespielt, aber selbst dann, wir hatten alle Spaß, wir sind eine richtige Familie gewesen. Es war besonders, wirklich, sowas hat man nicht allzu oft. Ruhig oder laut? Ruhig. Abgehoben oder bodenständig? Bodenständig. Tattoos rein optisch oder mit besonderer Bedeutung? Mit besonderer Bedeutung. Zum Beispiel? Also was ist ein Tattoo, wo du sagst, das hat für dich eine besondere Bedeutung? Wenn es mit der Familie zu tun hat, wenn es mit einem Moment in deinem Leben zu tun hat, ob es jetzt, weiß ich nicht, hat ja jeder anders. Ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel das Geburtsdatum seines Kindes macht oder ein Bild vom Kind, ich habe was von meinem Vater. Cool. So hat man immer, also für mich muss es eine Bedeutung haben. 100% Gehalt oder 99% Gehalt? 99% Gehalt. Weil du bei Common Goal bist. Genau. Was ist für dich der Beweggrund, bei Common Goal mitzumachen? Weil ich die Möglichkeit habe, Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen. Auch wenn es nur ein kleiner Anteil ist, freue ich mich, Teil der Common Goal-Familie zu sein. Und deswegen mache ich das gerne. Spielt da keinen Grund, dass Werder Bremen auch Teil der Common Goal-Familie ist, dass du hierher gewechselt bist, ne? Also. Doch, natürlich. Okay. Hund oder Katze? Hund. Hund oder Löwe? Löwe ist schwer, ne? Also wäre schon geil, aber doch eher Hund. Oh, so durch den Tiergarten. Ja. Hallo. Lieber ein Tattoo stechen lassen von Leo Bittencourt oder von Mitchell Weiser? Von Leo. Du kennst beide aus der U21. Mitch kenne ich aus der U21 und Leo kenne ich, ich war kurz in Cottbus, da habe ich ihn kennengelernt. Ah, okay. Hattest du mit beiden irgendwie Kontakt, bevor du hierher gekommen bist? Nee, gar nicht. Spielfreier Sonntag, Couch oder Kirche? Couch. Was machst du dann auf der Couch? Chillen. Wie alle halt auch. Ja. Aber eher Fußball gucken oder lieber irgendwie eine Serie gucken? Mal so, mal so. Okay. FIFA auf der PS5 oder Backgammon auf dem Handy? Backgammon auf dem Handy. Echt? Bist du so ein Backgammon-Fan? FIFA ist gar nicht meins. Denn, also, Backgammon bin ich auch ein bisschen jetzt nicht mehr so im Game, sag ich mal. Aber dann lieber noch Backgammon als FIFA. Aber was zockst du dann, wenn du Konsole hast? Du hast eine Konsole, gehe ich von aus. Was zockst du dann eher? Fortnite. Es ist nichts, worüber man sich schämen müsste. Ich schäme mich nicht. Nein, überhaupt nicht. Filmabend oder Kino? Schon Kino. Im Auto. Playlist oder Radio? Playlist. E-Scooter oder S-Bahn? S-Bahn. Sportschuh oder schicker Schuh? Sportschuh. Sky oder The Zone? Ist das Werbung oder? Wie du möchtest, also. The Zone auf jeden Fall. Okay. The Zone oder Wölfe TV? Wölfe TV. Wölfe TV oder Werder TV? Werder TV. Ist das eine Frage? Vielleicht. Danke dir. Was soll ich sagen? Guckt euch das Format bloß nicht an, es ist einfach Zeitverschwendung.